Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute machen wir einen Apfelkuchen. Für die Füllung benötigen wir Äpfel, Milch, Stärke, ein Ei und Zucker. Für den Teig benötigen wir Milch, Eier, Mehl, Vanillezucker, Backpulver und Zucker. Als erstes geben wir unser Ei in unseren Topf. Dazu kommt unser Zucker und Stärke. Das verrühren wir dann einmal und geben nach und nach Milch hinein. So, wenn die Masse dann schön einheitlich ist, können wir das Ganze einmal aufkochen. Und immer schön weiterrühren. So, wenn die Masse dann ein wenig fest geworden ist, dann können wir es einmal vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Teil. So, da sind wir auch schon beim zweiten Teil. Dazu gebe ich einmal den Zucker in einen Behälter, die zwei Eier, mit dem Vanillezucker. Das verrühre ich dann einmal. Gebe die Milch hinein. Unser Backpulver unser Mehl und unser Backpulver. Das verrühre ich einmal. Und mixe es einfach. Wenn das einmal erledigt ist, kommt das Ganze zur Seite und holen uns einmal die Äpfel. Die schneiden wir dann in kleine Stückchen. So, wenn das erledigt ist, holen wir uns dann ein Backblech. So, da haben wir einmal unser Backblech. Da verteilen wir jetzt unsere Äpfel drauf.
und gießen einmal unsere Masse von oben hinauf. Verteilen das Ganze. So, und jetzt kommt von oben die Masse, die wir vorher angekocht haben, in einen Spritzbeutel und auf unserem Kuchen drauf. Jetzt kommt der Kuchen bei 180 Grad vorgeheizten Backofen nach einer halben Stunde zum Backen. So, wenn wir das Ganze aus dem Backofen genommen haben und etwas abgekühlt haben, müsste das so aussehen. Jetzt werde ich mal ein Stück rausschneiden. Und anschließend auf unserem Teller servieren. So, jetzt wünsche ich euch einen guten Appetit. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt auf Gefällt mir und abonniert euch kostenlos auf unserem YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Eure Nada.